Moin zusammen, jetzt geht's zu zweit nach Edgefield. Kiki hatte mich gefragt, ob wir mit Sprint spielen können. Das heißt, wir können jetzt auch sprinten. Ich meine, bei Edgefield geht das mit dem Vorbereiten ja schnell. Oh, wieder Garage. Das ist schön. Escape during a hunt, EMF, Parabolic. Oh, noch die Spirit Box. Dafür müsste ich Beweise anmachen. Naja. Also vorbereiten rein da. Ach, jetzt haben wir Schrott-Equipment dazwischen. Die hat vorhin schneller auf Weiter mal wieder geklickt als ich. Und jetzt haben wir da T2-Scheiße dazwischen. Super, ey. Als Strafe kannst du mich ertöten lassen. Als Strafe benutze ich mein Equipment hier komplett. Mein ganzes T3-Zeugs. Das alles in die Ohren und dann kannst du mich töten lassen. Das war ja. Jetzt kann ich mit dem Schrott-Equipment hier machen. Ah, Knochen. Knochen ist im Keller vor dem Schrank. Kein Versteck. Kein Kein Geist. Versteck in der Küche, in der Küche. Toll, jetzt kann ich mit einer Schrott-T2-Kamera hier alles gleich machen, ey. Das wird ein Spaß mit den Fotos, ey. Da brauche ich 10 Jahre. Da ist man so froh, dass man alles T3 hat, weißt du? Und dann hat man das Schrott-Equipment dabei. So, Knochen ist versorgt. War das gerade die Garagentür? Hat der da gerade an der Tür gefummelt? Ghost, are you here? Der Geist ist in der Garage. Toll, wir haben hier gar kein Versteck, ne? Oder haben wir hier das Versteck? Steck doch nicht im Keller. Ich habe den schon versorgt. Scheiße, wir müssen uns oben verstecken. Hier unten ist nirgendwo eins. Lass auch kein Versteck. Haben wir das hier? Oh Mann! Was soll denn das? Was ist denn das hier? Wir haben hier gar keine guten Verstecke, ey. Jetzt ist der RNG auch noch gegen mich, hä? Oben, wo die Laterne steht, da müssen wir uns verstecken. Scheiße, ey, das ist ein mega langer Weg. Zum Glück können wir sprinten. Das wird eine Prozedur hier. Da muss man den Geist hier den ganzen Weg hochlocken. Super. So, das hier. Meine T3-Kamera. Die einzige T3 mit dem T3-Tripod. Also der Durchlauf hier, der ist schon zum Scheitern verurteilt, ey. Ganz ehrlich. Die Kerze ist aus. Okay, wo ist. Tun wir das kurz hierher? Wo sind die Sensoren? Zum Glück habe ich immer hier meine T2-Sensoren. Immerhin etwas. Hä? Wo sind die anderen? Ich dachte, ich habe drei aufgehoben. Das Salz hier ist eh der letzte Schrott. Bringt eh nichts damit, jetzt einen Ghost Highway zu bauen, aber ja. Kann ich alles hier drin verballern? Weil Ghost Highway technisch bringt das eh nix. So. War das die Tür? Pass auf, jetzt ist das Perfect Game am Arsch. Nee, ist es nicht. Okay. Das kommt oben hin. So, meine Smudgies habe ich oben gelassen, ne? Hier wird das Versteck. Ja, ich habe kein anständiges Equipment. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie hier die ganzen Sachen erledige. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Show yourself. Are you here? Give us a sign. Show yourself. Haben wir einen Orb irgendwo? Nee, ich sehe keinen. Lassen wir mal das EMF immer in der Nähe vom Breaker, falls das ein Djinn ist.
war die Tür vom Breaker, aber keine Interaktion vom Geist. Also jetzt keine Djinn-Interaktion. Kann aber noch kommen. Show us, give us a sign. Are you here? Ich muss eben in der Nähe vom Geist bleiben. Irgendwo was geworfen. Kork? Was machst du denn da, Madame? Stehst ja gut beim Mannequin. Okay, kein Phantom. Die Türen könnt ihr übrigens auch fotografieren, wenn die so ein Event geben. Die zählen dann auch, wenn ihr die früh genug macht. So, dann schauen wir mal. Sanity ist noch ziemlich hoch. Also sehr wahrscheinlich kein Shade, kein Wraith und kein Phantom. Seht ihr das? Die Tür, die zählt. Deshalb habe ich die zuerst fotografiert, wenn die zuknallen. Die halten aber nicht 20 Sekunden, diese Interaktionen. Die halten kürzer. Das heißt, die müsst ihr schnell machen, wenn ihr das machen wollt. So, dann müssen wir mal gucken. Ja, das könnte hier eine Twin Action sein. Jetzt muss ich mit dem Schrott hier arbeiten, ey. Toll, ey. Sekunde. So, okay. Ja, da braucht doch kurz jemand Hilfe. Hast du denn Whisper bekommen oder so? Wo ist die überhaupt? Warum hockst du denn oben im Versteck? Was ist denn? Hä? Ich krieg hier gar nichts mehr. Check mal gerade die Sanity. Ich bin gerade im Truck. Wir sind. Hast du denn den Whisper bekommen? Ja, zwischen 83 und 85 bist du gerade. Toll, jetzt kann ich hier mit den Billigkerzen den Onryo-Test machen und dabei wohl auch noch drauf gehen. Okay, es ist kein. Das war jetzt keine Yurei-Interaktion. Toll, mit den Schrottkerzen hier. Okay. Ghost Highway müssten wir hier auch noch aufbauen. Ah, wenn ich eben sterbe, sterbe ich hier eben in dem One. So. Dann machen wir hier mal einen Ghost Highway fertig, weil der wird ja wahrscheinlich hier langlaufen. Wenn der nachher huntet. Und oben müssen wir auch noch einen hinbauen. Wir die hier für oben hin schon mal vorbereiten. Was haben wir denn hier noch? Das, das, das. Das müsste eigentlich reichen für oben, ne? So. So. Der Versteckspawn ist aber auch wirklich jetzt sehr schlecht hier gewesen. Ich meine, zum Glück können wir sprinten, dann kann man auch über eine weite Entfernung den von unten hier hochziehen. Ist nur eben schwer in der Zeit zu beobachten, ob der alles wirft und sowas, also wegen Polti-Test und so. So. Ist keine Hand. Ist der gerade zu dir gekommen? Ja, er stand neben mir. Hat der ein Event gemacht oder was? Nee, ich muss seine Schritte bis hier hingehört. Ist das EMF losgegangen? Ja, kurz. Ja, ist das EMF losgegangen, als er rüberkam? Obwohl, Phantom kann ja gar nicht mehr so, ne? Aber warum ist er denn den ganzen Weg hier rüber gelaufen, hä? Mein Phantom kann doch nicht mehr sein. Ich habe doch vorhin ein Foto gemacht.
Ist das vielleicht ein Banshee? Kann sein. Aber du musst ja Banshee frei atmen. Er muss ja nicht, aber kann ja sein. Komisch. Das ist echt komisch. Wir müssen mal gucken, ob der nochmal hier rüber kommt. Aber das, wenn das Random Roaming war, dann war das schon sehr weit. Also wenn der hier jetzt wieder rüberläuft, dann haben wir vielleicht einen Banshee. Das ist komisch. Aber Phantom ist es nicht, weil ich habe das Foto gemacht und sie ist ja nicht verschwunden. Und ein Banshee würde andauernd zu uns rüberlaufen. Aber ich glaube, hier das Pathfinding hier vorne hin ist auch ein bisschen kaputt. Ich bleib mal hier hinter dem Sensor. Mal gucken. Das ist definitiv kein Moroi. Es ist komisch, dass der hier lang gelaufen ist. Du bist sicher, dass er kein Ghost Event hier gemacht hat, ne? Der ist so zu Fuß zu dir gelaufen, ne? Zu Fuß, ja. Hä? Das ist ja komisch. Ja. Wir müssen da den Sensor beobachten und gucken, ob der zu uns kommt. Das ist komisch. Da wurde ein Sensor ausgelöst. Aber normalerweise, wenn das ein Banshee ist, der würde das in einer Tour machen. Nur ich glaube, hier die Ecke ist ein bisschen buggy. Oder es war wirklich, wenn das jetzt Random Roaming war, war das wirklich extrem, so weit zu roamen. Bis zu uns hin. Das ist sehr komisch. Ich lass mal Banshee erstmal noch drin. Okay, wir müssen ihm während des Herrens noch ankommen. Okay, dann beobachten wir den mal und warten mal ab. Oh, der hat gerade den Breaker gekillt, also kein Gin, weil ich wollte gerade Gin testen. Jetzt kann ich hier mit den Schrottkerzen nochmal einen Onryo-Test machen. Okay. Ich weiß, man kann sich da zwar verstecken, aber werde ich nicht machen, weil das ist nicht so safe. So, eine Kerze aus. Macht er die anderen auch noch aus? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Show us. Zweite ist aus. Onryo-Test wird mega schwer mit diesen Billigkerzen. Schade, dass wir jetzt nur eine Laterne dabei haben. Okay. Schwierig. Wir müssen mal das Licht hier ausmachen. Wegen dem Meer. Die ist aus. Keine Glocken zu Tür. Nee, die klingen normal, die Türinteraktion, die er hier macht. Okay, Kerzen sind alle aus. Er versucht mich zu handeln. Okay. Dann gucken wir mal nach der Sanity. So. Okay, wir sind jetzt kurz vor 60, das heißt, wir müssen jetzt auf mehr testen. Okay. Das heißt, ich hole mir hier oben kurz den Kram. Noch einen zweiten Smooch, nur zur Sicherheit. Ui, das war ein Event, hä? Genau neben mir, ja. Ich hab's bis nach oben hingehört. Okay, gucken wir mal, was die Sanity jetzt sagt. Okay, die Sanity ist jetzt genau da, wo wir sie haben wollen. Sag mal, lässt du mich wohl die Kerze anmachen? Und mein Feuer? Okay, bleib schon mal im Versteck. Ich bleib mal hier unten und beobachte das mal, ob der huntet. Das Licht ist jetzt aus im Geisterraum. Das heißt, wenn das ein Meer ist, könnte er jetzt schon hunten. Wir sind genau in der Hunting Range davon. Ein Onryo könnte auch hunten. Raichu und so natürlich auch. Machen wir mal das nochmal mit den Billigkerzen hier. Sag mal. Wir müssen das beobachten, wann das Kruzi benutzt wird. Ob es benutzt wird, während die Kerzen an sind. Weil so können wir dann den Onryo auch ausschließen.
Zwei auf einmal aus, okay. Noch eine ist an. Kein Handversuch schon wieder. Okay. Okay. Auch jetzt kein Early-Handversuch. Testen wir mal kurz auf mehr. Okay. Dann ist es wohl kein Early-Hunter. Okay. Das heißt, jetzt drainen wir weiter die Sanity. Brauchen wir das Putzi für die Aufgabe? Nö. Das heißt, ich könnte es eigentlich da rausholen, weil... Onryo-Test mit diesen Kerzen ist eh ein Kampf. Achtung, ich nehme das Putzi aus dem Raum raus. Das heißt, er kann jetzt nachher handeln. So, tun wir das mal hierher. Damit der nicht hier anfangen kann zu handeln. Und das hier ein Stückchen zurück, damit die Garage nicht mit abgedeckt ist. So. Okay, dann lassen wir sie mal handeln. Mal gucken, wie hoch ist die Sanity. Das schnell checken. Müsste jetzt bei mir noch was gedrained sein. Okay, wir sind jetzt bei 50%. Müsste jetzt eigentlich gleich handeln können. 50, 54. Ich bleibe jetzt im Dunkeln, dann geht die Sanity ja runter. Und dann warten wir mal auf den Hand. Okay, sie handelt bei 50. Polti. Ghost, komm hier. Ach, jetzt ist sie in den Keller gelaufen. Normale Geschwindigkeit. Ist das ein Polti? Die hat hier schon die Sachen ordentlich geworfen. Ghost, komm hier. Das ist ein Polti. Komm hoch. Mist, der Hand war so schnell zu Ende. Ich glaube, das ist ein Polti. Ich hatte zwar nicht viele Items hier unten, aber die hat alles hier durch die Gegend geworfen. Ich habe sie nicht gesmatcht, also bleib erstmal im Versteck. Dann müssen wir, dann kannst du es nachher mal von dem Truck aus beobachten beim nächsten Hand. So. Okay, lieber Geist, dann hante bitte nochmal. Mein Versteck oben. Scheiße, hier ist ja noch das Licht aus. Ah, ich brauche hier das Licht. So. Okay, kannst handen. Na komm, Geist, hante mal. Komm. Die hat schon ordentlich hier jedes Teil geworfen, was da war, schon aus der Ferne, als sie schon die Kellertreppe runterging. Also, könnte ein Polti sein. Na komm, fang an zu handen. Komm aufs Kurzi. Komm aufs Kurzi, nicht hier anfangen zu handen. Toll, jetzt hat sie hier natürlich ein Event gemacht. Jetzt hat sie den Breaker ausgemacht. Super. Okay, sie geht zurück. Okay, sie ist wieder in ihrem Zimmer. Das Problem ist, in ihrem Zimmer ist auch der Breaker. Da werde ich jetzt nicht hingehen. Ich will jetzt auf den Hand warten. Ich soll einfach handen. Komm schon. Ach, die lässt sich jetzt aber auch Zeit. Moment mal, hat sie ihn nicht angemacht? Oder ist das ein Airball? Ein Airball, hallo. Ja, er hat es nicht bisher geschafft. Keine Oni. Oni ist raus, Jin ist raus. Ich habe die Vermutung, dass es ein Polti ist, aber ich müsste sie mal nach oben irgendwie locken. Da muss ich ja gleich mit der Schwimmbrille da hochlaufen, weil sonst sehe ich nichts, weil es jetzt überall dunkel ist. Wenn sie mal jetzt endlich handeln würde. Hallo? Ghostie. Na endlich, das hat ja gedauert. Komm hier! Ghostie! Kein Yokai? Komm hier! Nee, das war jetzt nicht so brutal, es war vorhin brutaler. Ist das ein Meiling? Meiling, glaube ich. Ach Mann, wir haben hier wieder einen Bossgeist. Geh mal raus zum Truck und guck mal auf der Kamera gleich.
wegen Shapeshift und so. Es könnte ein Myling sein, aber dafür, das müsste ich nochmal genauer testen. Myling ist auf der Map hier wirklich Endboss, weil die Map hier. Meiling, meinst du? Komm schnell. Das ist hier sehr schwer zu. Ja, du saßt ja auch in der Mitte vom Flur, da hörst du die ja auch immer. Ich dachte zuerst Polti, aber guck mal, jetzt sieht es hier nicht mehr. Ja, ist ja nicht schlimm, die soll ja hunten. Okay, gucken wir mal. Hier kann man das, glaube ich, einigermaßen testen. Der ist unten, unten den Weg lang und hier oben ist auch ein bisschen. Ich konnte ja keinen richtigen bauen, weil ich ja kein richtiges Salz hatte. Und da unten sind leider keine Verstecke, deshalb muss ich sie hier hochlocken. Okay, wenn wir uns jetzt hier in die letzte Ecke setzen, haben wir vielleicht die Chance, den Meiling-Unterschied zu hören? In der Küche unten würde es auch gehen in dem Versteck, weil wir da maximal weit weg sind von dem Geist. Das Problem ist aber, das Versteck ist nicht verfügbar vom RNG. Also auf jeden Fall ist es nicht, sind es nicht die Kameraden hier. Die würde ich mal ausschließen. Den eigentlich auch. Die kam nur einmal zu uns. Kann jetzt sein, dass die wieder eine Ewigkeit lang nicht hantet. Oh, doch, das ging ja. Okay, ich hoffe, sie kommt hoch. Kommt sie hoch? Ich höre gar nichts. Es ist ein Meiling. Ghost, komm hier. Ghost, komm hier. Ghost, komm hier. Komm hier. Ja, es ist, glaube ich, ein Meiling. Ich habe kaum die Schritte hier oben gehört. Okay, Endboss-Geist auf der Map hier. Warum kriegen wir hier Meilings immer? Meiling ist der schwerste Geist für diese Map, weil hier alles so nah beieinander ist. Okay, das ist sehr wahrscheinlich ein Meiling, weil ich habe die Schritte gar nicht gehört, als sie hochkam. Ich habe nur die Gegenstände und die Türen und so gehört. Dann kannst du Meiling eintragen und Abfahrt. Okay. Hast du Meiling drin? Ja. Okay, dann Abfahrt. Okay. So, schon wieder ein Endbossgeist hier auf der Map. Weil ihr seht, hier ist alles sehr nah beieinander auf der Map. Man muss wirklich wissen, wo man sich hinhocken kann, um weit weg zu sein von dem Geist, um diesen Effekt Welcome von back. Myling Like überhaupt the bad hören zu jokes können. me. Weil wenn man zu nah an dem dran ist, dann hört man die Schritte. Man muss, soweit es geht, weg sein vom Geist. Und da ist eben alles so nah zusammen auf der Map, da ist es schwierig, diese Spots zu finden. Aber wir haben wieder ein Perfect Game gemacht. Sehr schön. So, das hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.